Dieses Spiel heißt LASK gegen den FC Tirol. Beide Clubs haben in ihrer Geschichte eine doch relativ ausgeglichene Bilanz. Nur in den letzten 9 Jahren haben die Linzer gegen die Tiroler nur ein einziges Heimspiel gewinnen können. Auf der Tribüne schon ein ganz, ganz interessanter Mann, der zum ersten Mal seine Mannschaft sieht, nämlich der neue LASK-Trainer Friedel Rausch, ein bekannter Mann. Der hat Mira zum Beispiel im Europacup gegen ihn und FC Luzern gespielt. Ja, also die Verpflichtung von Friedel Rausch war sicherlich eine Überraschung. Heute ist er erstmals im Stadion, wird auch den Fans vorgestellt und Dietmar Konstantini mit einem Fan. Die Tiroler von rechts nach links in den grünen Leibchen, und zwar über Robert Watzinger. Und einige Probleme für Schickelgruber, der heute wieder anstelle von Krasnitzer im Lasttor steht. Das ist Michael Streiter. Er ist der einzige in dieser Tiroler Mannschaft, die auf dem Feld steht, der noch nicht unterschrieben hat, der also seinen Vertrag bei den Tirolern noch nicht verlängert hat. Dann Janeschitz. Stoppfehler von Kadalia, der im Team so glänzend gespielt hatte. Achtung, Kinder und Tor! 1:0 für den FC Tirol in der 8. Minute bereits. Aus dem ersten echten Angriff gleich der erste Treffer. Gernot Grimmer im Kinder, immer wieder gegen oberösterreichische Vereine. Da schießt er Tore, ob Ried oder Vorwärtssteier. Und heute gegen den LASK. Übrigens sein 12. Saisontreffer. Noch einmal Vorarbeit Janeschitz. Grinner hat sogar Zeit, den Ball noch einmal aufspringen zu lassen. Auf alle Fälle 0:1 aus Sicht des LASK. Die Tiroler Fans freuen sich natürlich. Und die Linzer suchen jetzt über Kautz. Kautz übrigens mit einer sehr starken Leistung heute. Das ist Thomas Weisenberger. Auf 3 Jahre bereits bei den Linzer verlängert. Und Westerthaler, Ausgleich. 5 Minuten nach dem 0:1. Thomas Westerdahler, der Ausgleich zum 1:1 unentschieden. In diesen Minuten verhandelt übrigens Westerdahler gerade mit der LASK-Führung. Er möchte noch weitere 2 Jahre in Linz bleiben. Noch einmal Thomas Weisenberger, präzise Flanke und 9. Tor, Aufsitzer von Christoph Westerdahler. Und hier noch einmal aus einer anderen Perspektive. Der FC Tirol hat ja in der laufenden Saison alle 3 Spiele bisher gegen den LASK jeweils mit 2:1 gewonnen. Jetzt im Augenblick der Stand, schon nach 13 Minuten 1:1 unentschieden. Und die Linzer werden immer stärker. Kautz, der noch der Wiener Austria gehört, möchte aber beim LASK bleiben. Westerdahler! Und diesmal etwas zu hoch angesetzt. Aber er kommt immer wieder zu Chancen, dieser Christoph Westerdahler. Noch einmal die Kautz-Flanke. Milan Orage heute im Tor der Tiroler, weil er Tschetschesow bei der russischen Nationalmannschaft weilt, die morgen gegen Polen spielt. Kitzbichler ist verletzt auf der anderen Seite, fehlen beim LASK Russ, Lorenz, Tusbara und Augustin, der beim südafrikanischen Landen weilt. Und wieder, dreimal dürfen Sie raten, Christoph Westerdahler mit einer Möglichkeit. Der LASK macht jetzt ganz klar das Spiel. Die Flanke von Stromberger und Christoph Westerdahler. Dann wieder Kautz. Jürgen Kautz heute wirklich mit einem großen Spiel, läuft unglaublich viel, immer wieder anzuspielen, hat ein bisschen Ballglück dabei. Thomas Weisenberger, lange Zeit verletzt gewesen, steigert sich aber auch von Spiel zu Spiel. Kautz, wieder Weisenberger, es muss ein Tor sein, ja, solche Chancen vergeben die Linzer heute. Aber noch ist die Möglichkeit da, Markus Weisenberger war das, Stromberger, noch einmal Markus Weisenberger und Orage. Etwa nach einer guten halben Stunde 3 Chancen innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, das ist schmerzhaft, aber Milan Orage kann dann weiterspielen. Wir sehen das hier noch einmal. Die erste Möglichkeit durch Thomas Weisenberger und die zweite durch seinen Bruder Markus, der noch einen Vertrag beim LASK hat und bleiben wird. Ja, Didi Konstantini hat da einige Schwierigkeiten mit der Verpackung seines Kaugummis. Nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, die jetzt erst gegen Ende der ersten Spielhälfte wieder einmal vor das Linzer Tor kommt. Hartmann. Und ein bisschen zu hoch dieser Ball für Gernot Grinner, der die Tiroler mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Bunker. Keine Schwierigkeiten mit diesem Match. Es geht ja für beide an sich um nichts mehr. Tirol ist Dritter, der LASK Sechster. Urbauer, Handspiel dabei und guter Schuss von Sascha Medlinski. Auch wieder einer der Besten heute bei den Linzern. Hier noch einmal Bauer. Ein bisschen Handspiel. Medlinski und das war knapp.
Match jetzt ausgeglichen. Freistoß und wieder Sascha Medlitzki, Orage und Markus Weißenberger. Und dann um eine Spur zu kurz. Ja, hier haben Sie wieder Trainer Friedl Rausch mit LASK-Präsident Wolfgang Rieger. Vielleicht bringt er ihm zum Einstand Toni Polster, wer weiß es. Dann die Tiroler doch etwas offensiver über Bauer. China, aber nicht gut angetragen. Dieser Kopfball weiterhin der Stand von 1:1, 31 Grad plus im Winzer Stadion, drückende Hitze. Und hier sehen Sie, wie es da Sascha Medlitzki ergeht. Im Freistoß Teamlibero Goran Kadalia verzieht aber. Die Hitze fordert natürlich dann ihren Tribut an den Spielern. Das Tempo jetzt nicht mehr so hoch wie in den ersten 45 Minuten. Und hier noch einmal der Freistoß von Goran Kadalia. Kenner, Jędrzejczyk, der Pole, heute fast nicht zu sehen. Und geklärt hat Rosiano. Zur Ecke, Eckball für den FC Tirol. Jędrzejczyk, der Mann für derartige Dinge. Und China wieder mit dem Kopf nicht richtig erwischt. Weiterhin der Stand von 1:1. Dann wieder China. Er ist einer der Besten heute bei den Tirolern im Mittelfeld, aber Kitzbücher geht es ja ab, das merkt man in vielen Szenen. Dann ein Freistoß für den FC Tirol. Das Match verflacht jetzt zusehends. Grinner in die Mauer und Hartmann mit einer guten Chance in der Schlussphase dieser Begegnung. Jürgen Hartmann, noch einmal dieser Freistoß aus der Torkamerasicht. Das ist Hartmann, einer der Manndecker, der aber immer wieder offensiv auch mit nach vorne kommt. Max Hagmeier, heute sein letztes Spiel als Trainer, kann sich dann wieder auf die Managertätigkeit zurückziehen. Noch einmal Markus Weißenberger, der eingewechselte Ungar. Dubajic, auch erst nach der Pause gekommen. Wieder Dubajic. Der Schuss vom Heiden, es bleibt im Linzer Stadion zwischen dem LASK und dem FC Tirol beim 1:1. Wir sehen hier noch einen mutigen Kurt Ruß, heute verletzt, aber als Fallschirmspringer betätigt er sich. Und während wir Kurt Ruß sehen, denkt Christoph Westerthaler an die Zukunft. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Trainer. Wenn wir 2-3 Verstärkungen erholen, dann können wir nächstes Jahr sicher ganz vorne mitspielen. Das war natürlich ein Reiz für mich. Also Linz nach wie vor reizvoll, der LASK nach wie vor ein Thema. Auf alle Fälle, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir haben halt gut gespielt, auch die ersten Halbzeit, dann sind wir zusammengebrochen, die Innsbruck auch. Es war halt wirklich wahnsinnig heiß. Aber ich glaube, es war ein schöner Abschluss heute. Und die Zuschauer waren super immer das ganze Jahr in Linz. Und bis zum Gegentor vom LASK haben wir eigentlich sehr gut gespielt und mir war das fast ein bisschen zu ruhig, zu perfekt. Und dann hat der LASK die beste Zeit gehabt und in der zweiten Halbzeit war es eigentlich ein langsamer Hitzeschlag. Sie gehen jetzt auf Urlaub, man hört in die Türkei und man hört, es soll Kontakte geben zu Beşiktaş Istanbul. Was ist da dran? Es ist so, dass unsere zwei Zeugwarte, der Meierhofer und der Herr Heid, ein Angebot haben von der Türkei und die möchten mich gerne als Co-Zeugwart mitnehmen. So, und Sie haben schon hinter mir eingeblendet, Torwette 1:1, der richtige Tipp X. Und ich hoffe, ich bin jetzt mit dem Linzer Stadion, mit dem neuen Trainer Friedl Rausch und Max Hagmeier verbunden. Grüß Gott, Friedl Rausch, wir kennen uns vom Luzernspiel gegen Admira Wacker. Ich freue mich, dass wir hier so einen exzellenten Fachmann und Fußballkenner in Österreich haben, der sicher die österreichische Szene beleben wird. Welchen Eindruck hatten Sie denn von Ihrer Mannschaft am heutigen Tag? Ja, ich sage auch erstmal Grüß Gott, freue mich auch, dass wir jetzt bestimmt des Öfteren miteinander arbeiten werden. Ich habe einen sehr positiven Eindruck zunächst vom Umfeld, von der Infrastruktur in LASK. Und natürlich auch von der Mannschaft, die in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein sehr gutes Spiel geliefert hat. Und das, wie es mein Trainerkollege aus Innsbruck gesagt hat, es war nachher eine Hitzeschlacht. Und ich glaube, das Ergebnis geht in diesem Falle in Ordnung 1:1. Herr Rauschmann, werden Sie genau Ihr Amt antreten und wünschen Sie sich auch noch einige andere Spiele? Ich werde mit der Mannschaft am 18. oder 19. mit dem Training beginnen, weil wir ja im UEC Cup sind. Und über Details heißt Spielerverpflichtung, neue Spielerverpflichtung, darüber werde ich mit dem Vorstand, vor allen Dingen mit dem Manager in den nächsten Stunden und Tagen mich beraten. Okay. Eine Frage habe ich noch, warum wurde es Österreich und gerade der LASK?
die D-Mark ist doch ein bisschen härter und schwerer wiegend als der Schilling. Nein, es geht bei mir nicht um das Geld, deswegen, es ist eine Herausforderung. Ich habe die Herausforderung mal in der Schweiz gesucht, bin mit FC Luzern Schweizer Meister geworden. Nun suche ich eine neue Herausforderung. Ich habe ein tolles Gespräch mit dem Präsidenten gehabt, mit dem Manager gehabt. Und ich meine, dass man hier viel bewirken kann. Ich habe das heute bei den Fans gesehen, die mich herzlich willkommen heißen haben. Und ich glaube, man kann hier was bewirken und deswegen bin ich hier. Dann wünschen Ihnen wir viel Glück. Den Danke. Max Hagmeier muss ich natürlich dazu fragen, welche Unterstützung er seinem neuen Trainer bieten kann. Ich habe ihn zum Beispiel im Salzburg beim Länderspiel mit dem Ralf Hasenhüttl gesehen. Gibt es da Kontakte, neue Stürmer zu holen und neue Spieler überhaupt, Max? Ja, grundsätzlich möchte ich nur eines sagen, dass der Friedl Rausch jede Unterstützung seitens des Clubs und natürlich auch von mir bekommen wird. Was die neuen Spielerwünsche betrifft, da werden wir uns noch in den nächsten Tagen besprechen. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Mannschaft, die mit einigen Verstärkungen sicher etwas bewirken kann. Budgetmäßig ist alles in Ordnung. Ihr habt ja Sommer ein bisschen zahlungskräftige Leute im Hintergrund hinter den Kulissen. Ja, ich glaube, das braucht ein jeder Fußballclub. Das Budget ist sicherlich nicht gering, wenn man vorne mitspielen möchte. Aber ich glaube, dass wir einige Gönner haben und die werden uns schon das nötige Geld zufließen lassen. Eine Frage noch, die uns auch betrifft, weil wir übertragen müssen. Ihr werdet, weil der Rasen erneuert wird, doch woanders spielen, in Traun, glaube ich. Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Wir versuchen, die Heimspiele, unsere Heimspiele dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen, also zu verschieben. Und wenn das nicht gehen sollte, müssen wir uns ein Ersatzstadion suchen. Das ist sicher nicht sehr gut für uns, aber wir sind froh, dass der Stadionrasen saniert wird und es gibt eine Rasenheizung. Das ist, glaube ich, erstmalig in Österreich und wir freuen uns alle schon auf das neue Stadion. Okay, Max, dann viel Glück auch mit Danke. Ihrem neuen Trainer, mit der neuen Mannschaft vielleicht. Und wenn die Linzer genauso die Szene beleben wie diesmal die Steirer und im Vorjahr dann Salzburg, dann haben wir wieder eine spannende Meisterschaft und ich bedanke mich nochmal in Linz fürs Dableiben. So, ich verstehe es nicht ganz, was ich machen soll. Ich habe da ein Piepserl im Ohr. Was machen wir? Okay, wir ziehen jetzt einmal die zweite Division vor. Da war ja nur noch die Frage, wer steigt ab. Oben war alles klar. FC Linz ist Meister und Gerersdorf in der Relegation.